begrüße Sie alle ganz herzlich hier in der Kapellendorfer Kirche. Sie können sich vorstellen, dass das eine ganz besondere Andacht ist. Das ist für mich ein ganz besonderer Tag. Heute endlich werden wir die neuen Glocken, für die schon so viele Jahrzehnte gesammelt wurde. Als ich nach Kapellendorf gekommen bin, habe ich schon eine Kasse übernommen, in der Geld gesammelt wurde, Spenden gesammelt wurden für diese Glocken. Und heute nun endlich werden wir das volle Geläut das erste Mal hören. Mit Beginn der Adventszeit läuten unsere drei Glocken. Es ist ein, denke zu Recht, historischer Moment. So Gott will, werden viele Generationen von Menschen nach uns diese Glocken noch hören. So haben wir uns hier versammelt, um zu danken, um Gott so die Ehre zu geben und um für uns und diesen Ort zu beten. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Können Sie das mal ganz kurz erklären, die Glockenzieher, wie macht man das? Und dann fängt man an, Skizzen zu machen und dann stimmt man sich immer ab. Heutzutage per WhatsApp. Ne? Das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Man muss keine großen Pläne mehr hin und her schicken, sondern das geht dann ziemlich zügig. Dann fängt man an, diese Entwürfe in Ton zu formen. Wir haben ja auf einer Glocke diese Rosenranke in Bezug auf den Ort, auf dieses Rosenfest. Auf der anderen gibt es so einen Lindenkranz mit Lindenblättern. Also wird das alles in Ton gefertigt und dann gieße ich das ab und dann wird dort hinein Wachs gegossen, dass dann diese Motive in Wachs vorliegen. Die arbeitet man dann nochmal fein nach und dann werden die auf die falsche Glocke aufgelegt. Und dann sieht das eigentlich so aus, wie die dann fertig ist, ne? Nur dass das alles ein Wachs ist. Und dann kommt nochmal eine Lehmschicht drüber und nochmal eine, praktisch nochmal eine äußere Glocke. Dann wird das von unten erwärmt und dann schmilzt dieser Wachs und dann drückt sich praktisch das Motiv in der äußeren Lehmschicht ab. Und dann wird diese Glocke, die äußere, wieder hochgehoben. Und die falsche Glocke, wo man die Wachsmotive aufgelegt hat, die wird zerschlagen. Dann kommt der andere Teil wieder drüber und dann wird das, was der Zwischenraum ist, mit Bronze ausgegossen und das ist dann die Glocke. Und das erklärt auch, warum Glocken relativ teuer sind. Jetzt wird die Schlacke herausgenommen, die oben drauf liegt. Jetzt kommt Holzkohle oben drauf. Es gibt nochmal eine kräftige Wärme von oben auf das Gussmaterial. Jetzt kommen die Zinnbarren noch dazu. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde. Die ganze Schöpfung verkündigt dein Lob durch Gesang, Orgelmusik und Glockenklang. Sieh auf das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocke bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke den Mühen Erfolg. Gib, dass die neuen Glocken uns helfen, gemeinsam deinen Namen zu verherrlichen inmitten der Gemeinde. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir beten für die Glockengießerei Perner und ihre Mitarbeiter. Schenke ihnen deinen Beistand und Segen. Für alle Menschen, die diese Glocke geplant und die Mittel dafür aufgebracht haben, erfülle sie mit Freude an diesem Werk. Für alle, die als Spender ihren Beitrag für diese Glocke zu deiner Verherrlichung geben, vergilt ihnen ihr Opfer mit himmlischem Lohn. Für die Gemeinde Kapellendorf, der diese Glocke dienen wird, lass sie wachsen im Glauben und in der Liebe. Für alle, die der Ruf dieser Glocke erreichen wird, berühre sie mit deinem Geist, mache ihr Herz offen für dich und für ihre Mitmenschen. So segne der dreieinige Gott dieses Werk.
Amen. Noch etwas Holzkohle hier unten drauf, damit es sich auskühlt. Noch näher hin, das haben wir. Hier kommt die Rinne. Halt, warte. Das Problem ist jetzt der Transport und alles. Der muss am Freitag laufen, der Transport. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum öffentlichen Glockenguss hier in der Glockenstadt Apolda. Besonders begrüße ich all diejenigen aus Kapellendorf, die sich auf den Weg hierher gemacht haben. Hierher, wo wir heute die mittlere, die Ewigkeitsglocke für die Kirche in Kapellendorf gießen wollen. Genau vor 300 Jahren wurde hier in Apolda wurden die ersten Glocken gegossen. Und so steht es auf einer der Glocken, die noch hier auf unserem Turm hängt. Durch Gottes Hilfe goss mich Johann Christoph Rose in Apolda anno 1722. Ich übergebe das Wort an Bürgermeister Elstermann aus Kapellendorf. Ich möchte aber noch mal betonen, dass ich nicht jetzt als Bürgermeister spreche. Ich spreche jetzt einfach als einfaches Gemeindeglied und Vertreter vom Arbeitskreis, der das Glockenprojekt praktisch begleitet und angeschoben hat. Und für mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Also ich habe jetzt Gänsehaut, ich darf mitgießen. Und das ist für mich, ich läute seit über 40 Jahren die Glocken als einer der Glöckner von Kapellendorf. Es ist was Besonderes. Sie sehen jetzt hier die kleine Glocke, das ist die kleinste Glocke von Kapellendorf. Die ist heute seit heute früh haben wir sie runtergeholt und sie ist seit 235 Jahren das erste Mal wieder am Licht. Simon, besser. Am Ausbau. Du warst schon noch was, gell? Hast du es voll mitgesehen? Langsam, langsam. Nicht ziehen. Nee, ich brauche nur einen Schwerpunkt, weißt du? Dann ist es kein Problem. So, Basi. So. Liegt jetzt an dir, okay? Ja. So. Wie sie dran ist. Okay, jetzt okay. Auf. Und jetzt rutschen. Jetzt Finger langsam. Warte. Finger weg. Finger raus, wenn er hier unten. Ich halte die Kugel, du schaust aufs Bett. Ja. Jawohl. Warte. Was? Nicht ziehen. Nee, ich hab die hier schon. Komm schon, vorsichtig Finger. Das ist noch nicht unten. Noch gut. Mach schon. Warte. Ich halte mich breit. Ich heb mit. Soll ich auch mit anfassen? Ich heb mit. Ja, ich möchte nur kurz erklären, was wir machen. Wir machen jetzt die letzten Vorbereitungen am Ofen und an der Bronze, damit sie richtig legiert ist. Dann wird der Ofen aufgekippt
und die flüssige Bronze läuft über die Rinne zur Form. Das alles wurde so gut wie möglich vorbereitet. Ein Restrisiko bleibt immer. Bleiben Sie ruhig, schauen Sie sich's an und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Danke. Jetzt wird die Schlacke herausgenommen, die oben drauf liegt. Jetzt kommt Holzkohle oben drauf. Es gibt nochmal eine kräftige Wärme von oben auf das Gussmaterial. Jetzt kommen die Zinnbarren noch dazu. Der Probeguss. So, das Metall ist vorbereitet. Wir sind jetzt soweit. In Gottes Namen. Ja? Super. Mach den Kopf voll rein, ja? Zu der Glocke, die wir heute gießen, kann ich sagen, die Vorgängerin ist ungefähr 1586 gegossen worden, war bis ca. 1818 in Betrieb. Dann ist sie zersprungen, wurde nochmal neu umgegossen und war dann bis 1917 für die Gemeinde da zum Läuten. Und jetzt kann man wieder sagen, nach 100 Jahren kommt sie jetzt wieder zum Vorschein als Bronzeglocke. Und sie wird ungefähr 350 Kilo wiegen. Die große Glocke wiegt ungefähr 500, die schon gegossen ist, und diese kleine hier ungefähr 150. Die heiße Luft strömt durch die Windpfeife. Es kommt noch etwas Holzkohle hier unten drauf, damit es nicht auskühlt. Gut, es scheint gelungen zu sein.
heute im Namen unseres Glockenteams ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie bei diesem historischen Moment mit dabei sind. Wir dürfen heute Zeuge sein, wie die vor ca. 100 Jahren in den Turm eingebrachten Eisenhart-Gussglocken herausgehoben und die neuen Bronzeglocken in den Turm aufgezogen werden. Liebe Kapellendorfer, das ist für uns ein Ereignis, was wir so nur einmal erleben werden. Denn diese Glocken werden jetzt wahrscheinlich 500 Jahre, wenn alles gut läuft, bei uns im Turm hängen. Dass wir heute hier stehen, haben wir ganz allein Ihnen allen zu verdanken. Wir möchten uns heute noch einmal ganz herzlich bedanken bei allen Kapellendorfern, die uns so großzügig mit ihren Spenden unterstützt haben. Ihr seid echt klasse. Wir möchten uns auch bei allen bundesweiten Spendern bedanken. Wir möchten uns bei der Stadt Apolda und bei der Kirchengemeinde Apolda bedanken, die uns im Rahmen ihrer Festwoche den öffentlichen Guss einer unserer Glocken genau vor unserer Haustür geholt haben. Und ich möchte heute unseren Vereinen und allen Mitwirkenden danken, die heute dieses Fest, was so bedeutend für uns ist, mit uns feierlich ausgestaltet haben und so viel Engagement reingesteckt haben, dass dieser Nachmittag so wunderbar für uns ist. Ganz große Klasse. Und zu guter Letzt einen ganz besonderen Dank noch an unsere vier Leute, die seit vielen Jahren und manche sogar seit über 5 Jahrzehnten zu jedem Anlass treu und zuverlässig unsere Glocken läuten. Und Jungs, ohne euch wäre das Bier auf dem Glockenturm schon lange trüb. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Ich grüße Sie mit diesem Spruch für den Reformationstag, den wir heute ja auch feiern. 505 Jahre Reformation. Vor 5 Jahren haben wir am Reformationstag diesen Lutherbaum gepflanzt und nun, 505 Jahre nach der Reformation, werden die neuen Glocken in den Turm eingebracht. Das ist eine unglaublich lange Spannweite, aber Sie haben Erika Frankenhäuser eben gehört. Wir rechnen, dass diese Glocken auch genauso lang noch einmal in diesem Turm hängen werden. Für uns Menschen ein kaum vorstellbarer Zeitraum. Es hat viele gegeben, die sich daran beteiligt haben, dass diese Glocken ausgetauscht werden, dass neue und langlebige Glocken in den Turm kommen. Manche von denen sind nicht mehr am Leben. Ich bin überzeugt davon als Christ, dass sie trotzdem bei uns sind und ich möchte Sie bitten, ruhig zu werden und der Menschen gedenken, die sich für diese Glocken engagiert haben und inzwischen verstorben sind. Auf den beiden Glocken, auf der Schöpfungsglocke und auf der Ewigkeitsglocke, ist bei der Zier auch ein Bibeltext abgedruckt. Erika Frankenhäuser wird den Text lesen, der auf der Schöpfungsglocke steht, und Jürgen Elstermann den auf der Ewigkeitsglocke. Johannesevangelium, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde
und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören, die werden leben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, im Anfang war das Wort. Die Schöpfungsglocke steht heute im Mittelpunkt. Und damit meine ich, wenn wir von dieser Schöpfung sprechen, das, was wir als Natur, als Lebensraum um uns herum haben. Ich erinnere mich noch deutlich, wie ich mit den Läutern mal auf dem Turm gestanden habe und wir darüber nachgedacht haben, wie das ist mit den Glocken und wie lange sie läuten werden. Und uns deutlich war, dass wir einen Schritt in eine Zukunft gehen, von der wir selber nur einen ganz kleinen Teil erleben werden. Es ist die Frage, wie wird sich diese Welt, in der wir heute sind, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten verändern? Und das ist eine Frage, die nicht nur gläubige Menschen angeht, sondern jeden. Wie wird das sein, diese Welt für unsere Kinder, Enkel oder Urenkel? Wir leben in einer Folge von Generationen. Wir blicken nach hinten. Um 800 ist diese Kirche gebaut worden. Im 18. Jahrhundert ist die kleine Glocke gegossen von den Gebrüdern Ulrich aus Apolda. 2017 haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Jetzt wollen wir noch einmal genauso weit in die Zukunft blicken, dass wir einen Staffelstab weitergeben und wir sind verantwortlich, wie dieser Staffelstab ist, in welchem Zustand wir ihn weitergeben. Und uns ist aber auch klar, dass bei all dem, was wir tun und was wir wollen, unser menschliches Tun begrenzt ist, dass nicht alles, was wir anpacken, zwangsläufig auch gelingt. Wir sind auf den Segen Gottes angewiesen und deswegen steht unten der Schöpfungsglocke groß und sehr gut zu lesen: Gott segne und bewahre Kapellendorf. Amen. Ich will einfach nur sagen, dass ich unwahrscheinlich stolz auf die Kapellendorfer bin, dass alle, egal wie sie zur Kirche stehen, aber gesagt haben, die Kirche steht im Dorf und wir machen mit. Da nochmal meinen ganz besonderen Dank. Danke. Erika, bevor die Flug, das muss ich noch mal sagen. Erika ist immer die gewesen, die immer mal so gemacht hat, wenn es nicht so ganz nach Form ging. Aber wenn jemand weiß, was andere schreiben ist, also den ganzen Schriftkram zu machen, das ist eine Arbeit, die wird nicht immer gesehen. Wenn man draußen mit der Schaufel rumrennt, das ist sichtbar. Aber die war immer im Hintergrund. Erika, ich danke dir. Ja, Erika ist immer ziemlich genau. Da sind wir wie Hund und Katze. Und wenn jeder weiß, wie der Jürgen ist, dann muss man leider auch genau sein. Ich möchte aber nicht Robby vergessen. Du bist jetzt mal hier. Du bist nachher von mir in den Bierpunkt. Ja? Gut, Erika, die sind für dich. So. Morgen, Schränkbereich ist selbstlich. Thank you.
Das andere, die Ewigkeitsglocke, vielleicht noch mal ganz kurz, dass Sie was dazu sagen. Die Schöpfungsglocke, das sollen also Mond, Sonne, Sterne, unten eigentlich noch Wasser, rechts von der Glocke unter der Taube, die für den Heiligen Geist steht. Also praktisch das, was uns umgibt, die Schöpfung. Und bei der Ewigkeitsglocke? Und bei der Ewigkeitsglocke, das ist der Bezug zu Kapellendorf. Das sollen eigentlich zwei Linden sein. Sie sehen die eine Linde, in der sich die Schrift nochmal abbildet, und dann nochmal diesen dickeren Rand. Das soll praktisch diese zweite Linde sein. Und aber wer jetzt von Ihnen vorhin bei der Lesung gut zugehört hat und hier mal liest, der hat ja, sieht ja, dass der Text gar nicht komplett bei der Ewigkeitsglocke, der hat nicht aufgepasst, oder? Nee, das ist eigentlich so gedacht, dass der soll neugierig machen, dass eigentlich diejenigen, die davor stehen, einfach überlegen auch, ja, woher kommt das? Die haben dann auch so einen Hinweis auf den Bibeltext, also Johannes 1,1 oder so, und sollen dann einfach auch mal versuchen, das zu ergänzen. Mir gefällt das sehr gut, dass bei der Ewigkeitsglocke der Text dann plötzlich aufhört, weil für mich deutlich wird an der Stelle, alles Irdische, was wir haben, ist immer nur bruchstückhaft. Das weist, davon bin ich als Christ fest überzeugt, weist auf etwas hin, was wir so gar nicht erfassen können. Wir hören diese Glocke, wir sehen diese Glocke. Diese Glocke wird geläutet, wenn Menschen sterben. Sie wird geläutet in jedem Gottesdienst. Sie wird geläutet, wenn der Jahreswechsel ist. Sie wird jeden Samstag geläutet, mit den anderen natürlich zusammen.
Und jedes Mal hören wir diese Glocke und erinnern uns daran, dass unser Leben mehr ist als das, was wir so tagtäglich erleben, als das, was uns umgibt an Raum und Zeit. Diese Ewigkeitsglocke weist darauf hin. Und für mich als Christen ist sie nicht nur eine Einladung zum Gebet, sondern sie ist die feste Zusage Gottes: Ich bin da, ich bin mit dir. Ja, es gibt Gott. Amen. Herr des Himmels und der Erde, dich preist deine Schöpfung. Im Himmel und auf Erden erschallt dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne unsere Glocken, die dein Lob künden. Sie sollen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihren letzten Weg geleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocken dringen wird, und führe so deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, auf dessen Geburt wir uns vorbereiten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in dieser Adventszeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen ewigen Frieden. Amen. Wir haben es dann im Fernsehen gesehen. Und zwar oben bei den Glocken haben wir Bierflaschen gesehen. Und da haben wir gedacht, wenn wir heute hierher gehen vor unserem Bedürfnis, dann wollen wir, dass die neuen Glocken auch immer richtig läuten können. Und deshalb für den Einglocken soll immer funktionieren. Das ist mir. Und die Glockenläuter versammeln sich auch jedes Mal samstags, da sind Sie alle herzlich eingeladen, nach dem Läuten hier unten zu einer kleinen Andacht. Es werden vorn Kerzen angezündet, das ist öffentlich. Jeder, der von Ihnen Lust hat, wenn hier gerade mal kein Gottesdienst ist, was ja häufiger vorkommt, Samstagabend, 18 Uhr, ist die Kirche für Sie auf und lädt zum Gebet ein.